Schiedsrichterleistung aber durchaus verständlich. Christian Ziege hatte schon vor Abpfiff genug, verlässt freiwillig die Arena. Präsident Manny Schwabel wird im selben Moment auf die Tribüne verabschiedet. Und der ausgewechselte Alon Abelski sieht auf der Ersatzbank die gelbe Karte. Sie alle sind sauer über diesen Pfiff von Schiedsrichter Torben Siever in der Nachspielzeit. Ich habe mit Schiri kurz gesprochen. Er sagt zu mir, wenn er Vorteil laufen lässt, ist Abseits. Und wenn er das so gesehen hat, aber meiner Meinung nach, was hat er da gegeben? Gelbe Karte oder gar nicht? Wenn das keine rote Karte ist, weiß ich es nicht. Und ja, aber am Schiri hat es nicht gelegen. Ein bisschen, aber doch. In der Nachspielzeit schickt Danilo Dittrich den eingewechselten Simon Ollert auf die Reise. Ollert rechts am Rand im Kreis, wohl nicht im Abseits, wäre völlig frei gewesen. Der Schiedsrichter pfeift ihn zurück, zeigt Gelb fürs Foul. Rudelbildung. Präsident und Manager außer sich, es war nicht die einzige fragwürdige Entscheidung an diesem Abend. Eine gute halbe Stunde zuvor fängt Duisburgs Torhüter Ratajczak diese Freistoßflanke, lässt sich dann zu dieser Tätlichkeit hinreißen. Es gibt nicht mal Gelb. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit trägt Haching dann einen Angriff über Vogelsammer und Thiel gefährlich vors Tor. Köpke geht im Zweikampf zu Boden. Kein Elfmeter. Die Zeitlupe zeigt lediglich den intensiven Körperkontakt. Insofern geht diese Entscheidung wohl in Ordnung. Für Haching wäre ein Pfiff wohl der Sieg gewesen, denn die Hausherren hatten Spiel und Gegner fest im Griff. Der von Duisburg nie zu fassende Andreas Vogelsammer und Pascal Köpke mit der späten, aber längst verdienten Führung. Es ist schön, mal wieder jetzt nach ein paar Spielen getroffen zu haben, aber es ist eigentlich Nebensache. Wir haben leider jetzt in der 91. Minute 1-1 bekommen und hätten eigentlich noch einen Elfmeter bekommen können. Und ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall fühlt sich dann wie eine Niederlage. Der Energieleistung des starken Andreas Vogelsammer folgt die Energieleistung von Pascal Köpke. Das vierte Saisontor des U20-Nationalspielers reicht aber nicht zum Dreier. Das ist bitter, weil vom MSV bei teils schwierigsten Bedingungen über 90 Minuten nicht mal die Fans wirklich zu sehen sind. Erst in der Nachspielzeit schenkt Yannick Thiel dem Gegner diesen Freistoß. Keine Diskussion diesmal auf der Hachinger Bank. Aber sie ahnen es. Slatko Janjic, 91. Minute, Traumtor zum 1:1 Endstand. Manchmal kann der Fußball ganz schön grausam sein. Ja, dann machen wir einen Foul an der Stelle, wo wir es nicht machen dürfen. Und wenn du da beim Gegner dann einen hast, der einen Freistoß schießen kann, dann kannst du so ein Tor mal kriegen. Aber wenn das dann der Fußball ist, dann okay, dann ist das so. Haching holt nach zuletzt 4 Pleiten wenigstens mal wieder einen Punkt. Auf der Leistung lässt sich aufbauen. Dienstag bei den Stuttgarter Kickers.